Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einem Making-of quasi und einem kleinen Unboxing. Im Hintergrund seht ihr es schon, meine neue Kamera ist endlich angekommen, die Lumix GH3 von Panasonic. Ich habe jetzt alles auf meinem Rig montiert, alles ist fertig mit dem Rode Mikrofon. Es hat einen schönen Ausklapp-Display, den man drehen und wenden kann, wie man will. Sehr hochauflösende Videos kann ich damit machen. Und ich habe alles vereint, quasi kompakt. Auch den Fokus kann ich jetzt ja mit meinem Zoomrad oder meinem Fokusrad gut bedienen. Ja, jetzt seht ihr auch hier schon so ein kleines Testvideo mal, um einen Eindruck zu bringen, wie gut die Videoqualität ist. Und ich finde die echt beeindruckend. Ist in Full HD, kann sie aufnehmen mit 50 FPS pro Sekunde. Gibt es verschiedene Modi mit 72 MB pro Sekunde Detailschärfe. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Hier seht ihr dann das Zoom, mit dem ich so quasi die Atmotöne aufnehme, die Umgebungsgeräusche. Und ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Die Qualität ist besser als bei meiner alten. Ich habe einen dreh- und schwenkbaren Monitor. Ich kann mein Mikrofon direkt anschließen. Brauche also nicht mehr das Zoom dafür und kann das wirklich rein als Atmosphäre-Mikrofon nutzen. Und es vereint quasi kompakt alles auf meinem Schulterrig. Und hat auch sehr coole Features, wie zum Beispiel eine Slow-Motion-Funktion, die einfach direkt intern auf 40% gestellt werden kann. Dann läuft das Video halt nur mit 40% Geschwindigkeit und im Gegensatz dazu auch mit 300%, also quasi eine Zeitraffer-Funktion. Super detailgenau ist es. Ich muss noch die perfekte Videoeinstellung finden, aber fürs CSGO-Movie werde ich das auf jeden Fall tun. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt und ich hoffe, euch gefällt die Kamera genauso gut wie mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.